Es soll der Auftakt einer langjährigen Zusammenarbeit werden. Zur ersten Hamburger Sustainability Conference, kurz HSC, kommen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus rund 100 Staaten zusammen. Ziel ist es, Lösungen für Herausforderungen wie den Klimawandel und die steigende Armut zu finden. Plattformen wie diese Konferenz schaffen den Raum, abseits von Verhandlungen, innovative Ideen für konkrete Lösungen zu entwickeln und auf den Weg zu bringen. Wir alle stehen vor der Aufgabe, unsere Weltgesellschaft, unsere Wirtschaft und unsere Infrastruktur in eine ressourcenschonende, klimaneutrale Zukunft zu führen. Initiiert wurde die Nachhaltigkeitskonferenz unter anderem von dem Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, der Stadt Hamburg und der Michael-Otto-Stiftung. Wie man die Wirtschaft klimaneutral und erfolgreich gestalten kann, steht im Fokus der Konferenz. Wir brauchen da natürlich aber die Rahmenbedingungen von der Politik, die letzten Endes sicherstellen, dass auch langfristig die sich nicht verändern, sondern dass die Wirtschaft damit fest planen kann. Rund 1600 Teilnehmer sind für die Konferenz nach Hamburg gereist. In Expertenpanels beraten sie über konkrete Lösungsansätze. Die erste Hamburger Nachhaltigkeitskonferenz ist in drei Schwerpunkte aufgeteilt. Erstens, was kann die Politik tun, um nachhaltige Entwicklung zu fördern? Zweitens, wie kann man die Privatwirtschaft mit ins Boot holen? Und drittens geht es um konkrete Transformationen. Also soll zum Beispiel heute und morgen darüber gesprochen werden, wie die Schifffahrt in Zukunft mit grünem Wasserstoff klimaneutral werden kann. Überhaupt wird hier viel davon geredet, dass man konkrete Lösungen erarbeiten möchte und nicht nur um den heißen Brei herumreden. Es gibt sogar einen speziellen Raum, der nur für das Unterschreiben von Beschlüssen vorgesehen ist. Die Auftaktgespräche klingen erfolgsversprechend. Ich spüre auch schon in den ersten Stunden dieser Konferenz, dass die ersten Ideen zur Kooperation entstanden sind, schon im ersten Panel, in dem Namibia, der Präsident von Namibia, Hamburger Unternehmen, deutsche Unternehmen eingeladen hat, zur Wasserstofftechnologie nach Namibia zu kommen. Bis morgen dauert die HSC an. Im kommenden Jahr soll die Nachhaltigkeitskonferenz erneut stattfinden.